Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tombi. Chuck ist wieder weg und ja, wir schauen uns mal hier um, weil wir können jetzt ja ins Eisenschloss und in die Holzfällerfabrik. Schauen wir mal ins Schloss. Ob es da irgendwas gibt, was wir tun können. Oder irgendwelche Missionen für uns. Na komm, geh rein. Der fette Schloss. Alter Typi. Oh man, das heißt Schloss sieht jetzt völlig wertlos aus. Mann, ah, was? Du hast gelauscht, nicht wahr? Was? Ich glaube, der Maschinenraum ist hinter der Tür. Wie du siehst, lässt sie sich nicht öffnen. Die hat schon so lange niemand mehr angerührt. Selbst der Generator da drin steht still. Und sieh dir das an, das wirft ein schlechtes Bild auf das gesamte Tor. Bricht rostige Tür auf. Meint er die in der Mitte? Also funktioniert es nicht. Wie oft mit der? Nee. Okay, wir sind nicht weiter zu gehen. Boah, Super Saiyajin, genau. Verziehen wir uns halt wieder von hier. Du. Wow, ist das zu klauen? Mehr damit. Gimme. Ich hab zwar keinen Plan mehr, wo auch die Pokus noch sind. Oh, Heilung. Die halte ich mir auf. Hey, schau mal in die Fabrik. Wo geht's? Ah ja, hier geht's raus. Schiffe, die eine Bucke abgeht. Und wie ich einfach gehen muss. Ne? Links und wieder Ladebildschirm. Ladebildschirm auf Schweineherz. Moment! Kann ich hier irgendwie nach hinten? Ja. So. Hallo da, es wartet ja mit diesem Bosunji zu finden. Ich studiere den Pilz schon seit langem und habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Willst du wissen, was es ist? Nun, warum bleibst du nicht dabei, wenn du hörst mir zu? Hast du je von den Blumentränen gehört? Man kann sich aus den Blumen im Pilzwald gewinnen. Ich brauche dazu eine Spezialflasche. Ich habe herausgefunden, dass man diese Flasche von den gelben Bosunji erhalten kann. Er hat vor langer Zeit im Pilzwald gelebt. Nun, da die bösen Schweine einen Flug über den Wald verhängt haben, kannst du die Flasche vielleicht erhalten, wenn du den Fluch aufhebst? Tränenflasche benötigt. Oh, und noch etwas. Es gibt nur eine einzige Blume im Pilzwald, die Tränen vergießt. Es ist diejenige, die nicht geblüht hat. Mit dem Erweckungspulver von den anderen Bosunjis kann man sie zum Blühen erbringen. Oh, das ist schön. Oh, die Tür zum Eisenschloss? Die Tür ist so alt, die lässt sich wahrscheinlich nur öffnen, wenn man sie mit einer Bombe in die Luft jagt. Boah, brutal! Ich brauche eine Bombe. Ich soll eine Bombe machen? Was bist du doch für ein leichtgläubiges Kerlchen, das sollte ein Witz sein. Ich glaube, niemand hat sich bislang die Mühe gemacht, diese Tür öffnen zu wollen. Da fällt mir ein, ich habe sogar eine Bombe. Ich habe sie vor langer Zeit gemacht, aber sie ist gefährlich und ich hatte keine Verwendung für sie. Also habe ich sie im Urwald auf den höchsten Baum versteckt. Sie sieht wie eine Kokosnuss aus, ist aber in Wahrheit eine wirklich mächtige Bombe. Selbst diese Eistür würde diese Bombe nicht standhalten.
Sei doch ganz vorsichtig. Das Ding da unten, das kommt uns ja vertraut, schaut mir vertraut aus. Kann ich da irgendwie was machen? Also erinnert mich an dieses eine Ding in der Hütte. Oh, wir kommen hier auch noch rein. Beim Herzgefühl. Boah, ey, das war alles hier drin. Uhu. Ja, mir fällt mir jetzt schon nicht ein. Verziehe ich mich halt wieder. Und Schweinebildschirm. Und hier auch raus. Aber ich will die Bombe haben. Weil was viel anderes kann ich jetzt nicht tun. Jedenfalls weiß ich nicht, was ich sonst tun könnte. Weil ich habe keinen Plan, wo es weitergeht. Vielleicht kann ich auch über den Fluss schwimmen. Und die größte Palme, das dürfte doch die gewesen sein. Die hier. Auch eine Bombe. Geschafft. Sehr schön. Damit wird das erledigt und wir können wieder rein ins Dorf. Ins Dorf. Mhm. Und wieder ins Eisenschloss. Mit der Ladescreen oft um. Geno und Geno. Ich gehe, wir haben jetzt gleich 15 Uhr und ich gehe irgendwie mehr als wie bei auch als ich um 3 Uhr aufgenommen habe, um 3 Uhr früh. Bombe! Bam! Und wieder reingehen. Bricht die rostige Tür auf. Mit Lex geschafft. Geh mal rein. Ich war das nicht. Ich mach der alles von selbst. Boah, mega Cutscene, die leckt! Wir brauchen Kraft. Geschafft. Oh, da kommt die Typis. Nun, ich schulde es sich einen Gefallen. Sag mal, du bist doch auf der Suche nach dem bösen Schweinen. Warte hier, okay? Das heißt, bei dem großen See oberhalb des Wasserfalls lebt ein 10.000-jähriger Weiser, der alles über die bösen Schweine weiß. Oh nein, nicht der 10.000-jährige. Der Pedo! Warum besuchst du ihn nicht? Du musst das Tor auf allen Anfangs durchqueren, um zur Spitze des Wasserfalls zu gelangen. Der Umweg ist zwar lästig, aber viel Glück. Der 10.000-jährige Weiser. Und wozu lässt das Dorf allen anfangs? Die Tür zum Teich ist abgeschlossen. Hier, nimm dies, das ist der Schlüssel zur Tür am Teich. Oh! Ich fahre mit dem Floß vom Hügel des alten Baums zur verwunschenen Villa zurück. Ich lasse das Floß bei der Fabrik, nimm es dir ruhig. Lustige Floßfahrt! Okay. Und wieder raus. Lässt das Floß bei der Fabrik. Die Fabrik ist links. Wir haben Grafikfehler. Cool, wir machen Fortschritt, wir machen Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Gefällt mir. Oh, hallo Typi! Hör zu, ich kam gerade aus dem Dorf allen Anfangs. Als ich da war, habe ich sie gesehen, die Hexe! Nein! Sie ist eine Hexe! Ach, Misano! Und wirklich, ja, sie ist wirklich schön.
Oh, ich wünschte, ich könnte sie wiedersehen. Oh, ich hätte mich so much. Oh, das erinnert mich an Star Driver, einen meiner Lieblingsanimes. Mein Lieblingscharakter Mizuno. Okay, das ist Rose. Okay, Rose erhalten. Hallo Typi, was hast du zu sagen? Was ist... Hoch geht's! War cool, hehe. Hehe. Ich schätze, mit normalem Wasser funktioniert das einfach nicht. Ich brauche das Zeug, um Treibstoff zu machen. Futter für Treibstoff. Öl? Oh, mir war nicht bewusst, dass du zuhörst. Dies ist das Gogo-Auto. Um es in Bewegung zu setzen, brauche ich Treibstoff. Das Problem ist, dass ich dafür erforderlich Materialien nicht finden kann. Ich brauche lediglich ein wenig Wein. Ein Eimer Wein sollte ausreichen, um die Motocross-Strecke zu fahren. Wein! Und da kennen wir ja Leute, die den... Die Wein... Okay. Ich denke, ich muss da beim Urwald mit dem Floß runterfahren. Okay, Achtung. So, sonst nicht, dass wir sterben. Self-State. Ja, die Self-State. Weil ich will jetzt nicht irgendwie Wörter nehmen. Okay, fix fallen. Ach Gott, in die Stark machen 2 Schaden. Nö. Bist du Bescheid? Okay. Nein, noch nicht. Hunger. Stirb Hunger. Warum krieg ich hier einen Blätterschmetterling? Was? Ich bin tot? Okay. Dachte, ich müsste da mit dem Floß rein. Du wirst noch mal vorm reinhüpfen, das Floß zu benutzen. So, Super Saiyajin. Floß. Dies kann ja nicht benutzt werden. Ja, da machen wir es halt an das. Barmherzige Vögel. Doch ein Anfang. Teich. Und fliegen. Fliegen zum Teich. So, jetzt komme ich da rein. Sehr schön. Boah. Unterwasserschweinetasche. Trickdorf, Daten speichern. Yep. Aha. Manche Sachen funktionieren mit dem Analogstick, manche funktionieren nicht mit dem Analogstick, sondern nur mit dem Steuerkreuz. Was? Ich kann doch schwimmen! Ach Gott, ja. Hier rein? Ja, sehr schön. Was gibt's denn hier schön? Oh!
Was führt die ein, ein fremdes Haus ohne Genehmigung zu betreten? Der 10.000-jährige Weiße? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzureden? Für dich immer noch höher, 10.000-jähriger Weiße, junger Mann. Und ja, Chuck, hier hast du den Pedo. Die Geschichte der bösen Schweine war's. Ah ja, du musst also diejenige sein, über den der 100-jährige und der 1000-jährige Weiße gesprochen haben. Wie wäre es damit? Wie du siehst, ist das Trickdorf im Wasser versunken. Im Wasser sind 10 Mati-Perlen mit Nummern drauf versteckt. Wenn du alle Perlen findest und zu mir bringst, erzähle ich dir alles, was du wissen willst. Arsch. Die 10 Mathe-Perlen. Wie jetzt Mathematik oder wie? Aber pass auf, du kannst die Perlen nicht einfach durch Schwimmen im Wasser sammeln. Du musst dafür tauchen können. Sieh mich nicht so an. Na gut, in Ordnung, ich gebe dir einen Hinweis. Vor kurzem kam die Meerjungfrau bei mir vorbei. Sie sagte, sie hätte ein wichtiges Objekt gefunden, das sie beim Wasserfall verloren hatte. Sie könnte es jedoch nicht alleine bergen. Das arme Kind sah so niedergeschlagen aus. Wenn du das Objekt für sie holst, dann vielleicht. Vielleicht bringt sie dir dann das Tauchen bei. Die Meerjungfrau ruht sich momentan vermutlich in der verwunschenen Villa aus. Wo ist die verwunschene Villa? Und ich muss da was überprüfen. Bitte Objekt verwenden. Auf das Anfang ach, da. Okay, dann auf zur verwunschenen Villa. Wir haben zwischen 17 Minuten, aber was soll's. Warum nicht? Ich kann mir schon denken, wo sie ist. Aber ich lass mich mal heilen vom alten Knacki. Aber vom alten Knacker, nicht Knacki, nein, Knacker. Knacki ist nicht alt. Das ist garantiert nicht Knacki, der Typ hier. Mega, mega, mega. Keine Birds mehr. Knacki traurig. Oh, kein Birds mehr. Kann mir denken, wo sie ist, weil das davor war... Oh, nein. Das ist sie nicht. Das geht's, bin ich grad los. Jetzt hab ich keinen Plan mehr. Wieder rein. Einfach überall reinschauen. Ich glaube, ich muss einfach die Villa absuchen. Aber vielleicht kann ich nicht schwimmen, weil ich diesen Feuerjuwel ausgerüstet habe. Das kann natürlich auch sein, wenn der Feuerjuwel überhaupt. Oh, da ist er. Okay, wo könnte die Meerjungfrau sein? Und da steht ein Typ. Was ist das bloß für ein Dieb, der sein eigenes Haus stehen lässt? Okay. Okay. Wo ist die verdammte Meerjungfrau? Ach, was soll's, ich mache Schluss. Ich suche die Meerjungfrau außerhalb des Displays und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Meerjungfrau gefunden habe. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.